Hallo Leute, ja, wir haben letztes Mal diesen Bahnhof hier ins Leben gerufen, der dann der Zulieferer demnächst ist. Für was? Für Eisen war das, glaube ich, ne? Wo kommt die Linie her? Von hier ganz hinten, ne? Genau. Die bringen das Eisen dann darüber. Das heißt, wir müssten den Zug jetzt hier noch anpassen und dann schauen, dass wir die LKWs, die hier drauf sind, runternehmen, beziehungsweise die zuweisen, dass die hinten dann weiter verteilen. Das ist dann die Aufgabe, die wir als nächstes haben. Ihr schaut das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, das heißt, erstmal müssen wir diesen Zug jetzt haben, dass der, nee, vielleicht nicht den Zug als erstes. Vielleicht machen wir erstmal hier ein Gebäude hin, das eine LKW-Station ist, das hier abgeholt wird, ne? Ja, das war jetzt gerade falsch. Nochmal das Ganze. Der ist schon richtig. Ich möchte den jetzt hier hin haben, aber ich möchte das Teil drehen. So sieht es doch gut aus, oder? Machen wir. So, und dann bedeutet das, dass hier LKWs losfahren müssen, die eigentlich von da hinten irgendwo kommen. Hier ist zum Beispiel einer, ne? Oder? Ja. So, aber dann können wir erstmal eine Linie machen. Unter Dören. Linienstatistik. Ja, wir müssten jetzt, weißt du was, wir können. Na, bringt es eigentlich auch nicht, ne? Warte mal, hier ist ein LKW. Der fährt sowieso leer zurück. Fahrzeug verwalten. Neue Linie. Und der kriegt die Linie von da nach da. Und er möchte bitte da eigentlich laden. Laden, wenn von Vollladen einer Fracht müsste das eigentlich sein. Er hat schon gedreht und fährt jetzt dann dahin. Das ist jetzt Linie 58. Da hinten fährt noch ein LKW. Ne, das ist ein Bus, ne? Ja, der darf da fahren. Ich müsste jetzt eigentlich einen LKW noch finden. Dieser hier zum Beispiel. Linie verwalten. Neue Linie. Und der muss von da nach da fahren. Und hier bitte, nicht da, sondern da, einmal voll laden. Allerdings ist das, fängt das schon wieder an, zu kompliziert zu werden vielleicht, ne? Da müssen wir gucken, ob da nachher nicht ein Stau liegt. So, das heißt, die fahren jetzt schon mal da hin und her. Und jetzt müssen wir noch den Zug machen, der nur bis hierhin fährt. Mit dem Stahl. Das ist ein Personenzug. Brauche jetzt aber den anderen. Wo kommt der weg? Von hier hinten, ne? Der ist gerade hier nicht vorhanden. Ist er das? Das ist unser Stahlzug. Das ist Linie 6. Linie verwalten. Der fährt hier einen Pellingen-Abzweig los und kommt dann nach Neu-Brandenburg dahin. Den müssen wir wegmachen und müssen dann sagen, wir fahren hier hinten bitte hin. Hinzufügen den. Und hier müsste er eigentlich vollladen, ne? Schauen wir mal, ob das alles so klappt, was wir gerade eingegeben haben, ne? So, hier ist schon wieder ein LKW. Der kann dann auf einer neuen Linie. Ne, Fahrzeug verwalten, nicht Linie verwalten. So, und das müsste Linie 58 sein. Er dreht da oben, passt.
Hier ist auch noch einer, aber der fährt Kunststoff. Und da ist auch einer, der fährt Stahl. Der kriegt gleich die Linie 59, wenn er fertig hier ist. Einmal bitte abliefern. Macht er? Ja. Und der kriegt die Linie 59. Gut. Dann sollte das jetzt mehr klappen, wenn die da sind. Hier kommen natürlich jetzt noch reichliche Fahrzeuge an. Aber der hat gar nichts geladen. Fahrzeug verwalten, neue Linie. Ach, der hat schon 59. Nee, 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 nee. Das ist schon alles richtig. Den nicht. 59 und 58 waren ja die. Der ist auch schon neu. Der fährt noch Linie 28. Dann müssen wir mal gucken, dass der dann Linie 28, wenn ich den jetzt umswitche, dann sind die 38 Stahlteile verloren, oder? Denke ich. Und wo ist jetzt hier unser Zug, der vorhin... Ah, der lädt jetzt hier, ne? Ist kein Stahl hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Und das Problem ist, dass er jetzt da nicht reinfährt, weil er ein falsches Gleis hat oder was. Das sieht so aus, als ob wir hier ein Problem haben mit freier Fahrt. Linie verwalten. Kann der denn auch ein anderes Gleis reinfahren? Pralling Abzweig 2. Fährt er da rein? Ja. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Weil wenn der da stehen würde, der würde davor warten, würde es nie und nimmer zum Dingens kommen, zum Neuproduktion, weil ja da Material fehlt, ne? Aber der bringt das doch jetzt hier, ne? Will ich hoffen. Ja. Und dann kann hier auch wieder gearbeitet werden. So, der fährt weg. Das ist schon mal gut. Da steht keiner, ist auch gut. Und der hat schon die erste Ladung gekriegt, das ist auch gut. So, lassen wir gerade schneller fahren. Vielleicht klappt ja noch was. Hier ist noch ein LKW. Linie 15, okay. Wo fährt der hin? Oh, hier ist viel los. Ach so, weil da gerade ein Zug war. Wo fährt er hin? Wo bringt er den Stahl hin? Boah, das heißt, nicht so eine gute Idee, der bringt ihn hier hin, ne? Ja, okay. Passt erstmal. Der Zug hier ist schon weggefahren. Okay, wo ist der Stahlzug hin? Hier unten ist er. Oh, der fährt nur ein Paket dahin. Mit 5 Stück da drauf. Na super. Vollladen einer Fracht, okay, aber dann Wartezeit maximal 3 Minuten, ne? Minimale Haltezeit 10 Minuten, maximale Haltezeit. Also, ich glaube, das lassen wir mal so, weil wenn er vollgeladen ist, würde er sowieso losfahren, meines Erachtens. Gut.
Ja, das heißt, der fährt jetzt hier unten hin und liefert da unten ab, ne? Da fährt er schon zurück. Und hier haben wir schon den ersten Stau, aber der erste LKW hat jetzt seine 5 gekriegt hier. Ach, 2 ja sogar nur. Weil dieser hier die anderen 3er hat, okay. Und so viel zum Thema. Aber deswegen haben wir diese Abfahrtzeiten mit Maximum Minimum, ne? Aber der kommt jetzt hier gar nicht weg, oder? Doch, kommt er. Okay, dann fährt das hier noch. Also ist nur die Frage, wie lange dauert das, bis die hier produziert haben, dass der Zug voll ist. Aber das sieht jetzt schon besser aus, weil hier der Bahnhof voll liegt. Da 113, ich glaube 120 kann er. Ich glaube, das funktioniert, ne? Weil die sind hier voll am Produzieren, haben hier genug Material, Kohle haben die sowieso. Oder was ist das? Ist doch Kohle, naja. Und jetzt müsste hier nur noch. Ja, ich glaube, das ist mehr wie der Zug. Der Zug konnte 120 Tonnen, ne? Oder 120 Teile. Dann sieht das erstmal gut aus, glaube. Da kommt er schon. Funktioniert, oder? Hier sieht es auch so aus, als ob die wächst dann. Abtransport ist gut oder auch hin, weiß ich nicht, wie das hier gewertet wird. Ne, Versand ist es. Also das ist wahrscheinlich ankommt mit 92. Jetzt kommt unser Zug gerade hier. Da müsste diese Zahl ja eigentlich hier wunderbar steigern sich, oder? Der fährt jetzt auf Gleis 2 rein, das ist auch gut. Und er ist jetzt voll hier. Nee, das ist Produktion für den Versand, glaube ich. Dann sieht es doch erstmal gut aus. Kohle ohne Ende da. Ja, ich glaube, das wird jetzt mehr, ne? Ja. Mal schauen. Er liefert jetzt hier gleich ab. Jetzt hat er hier 4,3 Millionen Miese. Das ist jetzt aber nicht schlimm, weil er in dieser Runde jetzt wahrscheinlich gleich Plus macht. Müssten diese LKWs auch alle loskommen. Ja, die machen natürlich gerade Miese, weil keine Ware da ist, ne? Sind wahrscheinlich zu viele LKWs hier drauf. Und wir müssten jetzt bei den anderen Linien noch gucken, ne, die da irgendwo hinfahren und herfahren. Da fährt jetzt einer weg. Linie 59, Linie 58. Und das ist Linie 28. Der holt direkt immer noch ab. Lass uns den noch mal gleich mal gucken, was der abwirft. Aber eigentlich, der hat auch nur 22 Tonnen hier drauf. Den müssen wir gleich auch noch umschichten. Und den mache ich aber hier auf die 59, weil das ein Stück weiter ist. Und der fährt da schon. Hier ist reichlich, das holt keiner ab, ne? Fahrzeug verwalten machen wir gleich. Oh, hier ist ein schlechter Feldweg, aber ich glaube, das konnte man wieder nicht ausbauen, ne? Könnte sein. So, und der kriegt jetzt die Linie 59. Zack. Dann braucht er nicht mehr so weit fahren. Hat 200.000 plus gemacht, nicht verkehrt. Ah, die machen alle jetzt hier gerade nicht plus, ne? Kriegt er jetzt gleich plus hin, wenn er hier anliefert mit 38 Tonnen? Ist gerade mal in die Null gekommen.
Und hier steht noch Material für Linie 59, 5 Stück. Die sind jetzt aber gerade abgeholt worden. So, das heißt, das letzte ist auch weg. Wo ist der Zug? Das ist er nicht. Der ist schon irgendwo unterwegs, aber ich habe noch nicht gesehen, wo. Ist er das? Nein, ne? Doch, das ist er. Das ist der Stahlzug. Der war jetzt aber nicht in der Zwischenzeit da und ich habe das nicht mitgekriegt, ne, oder? Nee, der. Obwohl. Doch, der hat hier noch 6 drauf. Vielleicht war der doch da. Der hat jetzt hier noch einen drauf. Warum? Warum fährt er mit einem zurück? Ist hier irgendwo schon voll? Das verstehe ich jetzt nicht. Was auf jeden Fall, naja, ich glaube, wir machen das in der nächsten Folge. Gucken, was hier mit den Paketen los ist und warum hat der eine Stahl-LKW jetzt gerade einen wieder mit zurückgenommen? Das ist die nächste Frage. Da passt irgendwas nicht. Das müssen wir uns angucken. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.